Ja, einen schönen guten Tag. Sagen Sie mal, ich habe gerade mit einer Kollegin gesprochen von Ihnen, die hat mich an Sie verwiesen. Ich habe mal eine ganz blöde Frage, weil mir ist gerade was ganz Merkwürdiges passiert innerhalb von meiner Wohnung. Können Sie feststellen, ob hier in Kerken, weil ich befinde mich in Kerken, vor ungefähr, ja, 25 Minuten kurzfristig irgendwas mit der Stromleitung war, dass irgendwo Strom ausgefallen ist oder dass da irgendwo eine kurze Störung drin war? Weil ich hatte nämlich für ja, 3 Sekunden kein Licht, zumindest in einem Raum nicht. Bitte? Ja, ich sage, eine Mittelspannung war nichts, also kann ich Ihnen sogar nicht sagen. Ich kann jetzt nochmal gucken, ob das eine Spannung war. So, welche Straße ist das? Sagt es mir dann nichts. Also bekannt ist nichts, ja, weil mir ist was ganz Merkwürdiges passiert. Hier ist mir, ich meine, ich muss ja jetzt nichts damit zu tun haben, ne? Aber irgendwo mache ich mir Gedanken und ich will das jetzt mal erfragen, warum das so ist. Mir ist eine 1 Zentimeter dickes Glas, so eine dicke Obstschüssel, die schon lange auf immer dem gleichen Platz steht und ich war 2,5 Meter davon entfernt. Auf einmal gibt das hier eine Explosion und die Schüssel zerspringt in 1000 Teile. Ohne dass ich daran beteiligt war, wohlgemerkt. Jetzt habe ich noch gedacht, ob irgendwie vielleicht, weil da, und die Teile, die waren unter anderem in einem dunklen Raum, also in der Diele, wo ich Licht anmachen musste, um überhaupt diese vielen Splitter da zu finden. Und da ging kurzfristig das Licht nicht an. Deswegen frage ich jetzt nach, ob da eventuell irgendwo eine Störung im Netz war oder so. Ich Also meine, das ist eine ganz normale Obstschüssel, ist die ja, denn? aber 1 Zentimeter dick, also richtig dickes Glas. Jetzt nicht einfach so wie so ein Trinkglas. Die war richtig, ist dick. Und die steht schon seit ewigen Zeiten an einem Platz, wo die im Prinzip gar nicht runterfallen kann. Und wie gesagt, ich bin da gerade an der Spüle und auf einmal knallt das hier. Das war so widerlich. Ich habe echt gedacht, ich kipp um hier. Und dann sehe ich das Ausmaß und wollte dann halt sauber machen. Betätige den Lichtschalter und dann geht bei mir in der Diele, also für 3, 4, Maximum 4 Sekunden, das Licht nicht an. Und dann, nachdem ich dann ein paar Mal gedrückt habe, kam das Licht wieder. Ist nichts bekannt. Ja, dann kann ich das schon mal ausschließen. Also, ich meine, ich will ja jetzt die Vase nicht ersetzt, die Schüssel nicht ersetzt, darum geht es mir nicht. Nur ich hätte gerne hinterfragt, wie das sein kann, ne? Kann ich Ihnen gerade nicht sagen. Ja, nun, ich wollte nur wissen, ob eine Störung vorlag. Also, da muss ich weiter recherchieren. Alles klar. Trotzdem, danke und Ihnen einen schönen Tag noch, ne? Jo, tschüss. Ja, mir ist gerade ganz was Merkwürdiges passiert. Ich stehe hier in meiner Küche. Und bereite mein Möhrengemüse vor. Und dort habe ich eine dicke Glasschüssel stehen. Da sind ein paar Schokoladenteilchen drin und so drei so einfache Tafel Schokolade für Leute, die zu mir kommen und was Süßes zum Kaffee brauchen. So, und ich stehe ungefähr 2 Meter von diesem Regal, wo praktisch die Schüssel drauf stand, entfernt am Ofen. Wie gesagt, weil ich ja gerade mit meinem Möhrengemüse dran bin. Da gibt es hier eine Explosion. Die Schüssel, die zerspringt in 1000 Teile, ohne dass ich daran beteiligt war. Und das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich habe mich so erschrocken. Ich habe echt gedacht, gerade mein Herz bleibt stehen. Das ist ja nicht normal. Guck mal, bis wo das gesprungen ist hier. Bis wo die Schüssel. Also, ich gehe mal mit euch in die Diele. Boah, ich kann doch jetzt hier nicht laufen, weil überall ja noch die Splitter liegen. Jetzt habe ich auch gar kein Licht mehr. Was ist denn jetzt los? Ey, Moment, ich habe gar keinen Strom mehr. Oh, zumindest nicht hier in der Diele. Doch jetzt. Viel Licht. Das ist gerade mein Akku leer gewesen. Also wie gesagt, das hat hier eine Explosion gegeben innerhalb meiner Wohnung. Guckt euch das mal an. Die ganze Wohnung, also beziehungsweise die Küche und hier meine Diele, voller Splitter. Wie geht denn sowas? Also wie gesagt, die Glasschale stand hier auf diesem Regal. Da habe ich so ein paar Sachen, die ich also täglich immer griffbereit haben muss, natürlich auch mein Apfelsaft. So, und dann explodiert die Schüssel, die seit 2008, seitdem ich hier in der Wohnung wohne, sich befindet. Eine dicke Glasschüssel, die ziemlich dick ist. Gucken, ob man das hier irgendwie zeigen kann.
hier den Deckel. Mein Gott, ich muss das jetzt erstmal gleich hier wegmachen. Oh, du Scheiße. Ein schweres Monster. Guckt euch das an. Also, das ist jetzt kein Geschwafel oder sowas. Guckt euch das mal an. So. Und nur, dass ihr eine Vorstellung habt, wie weit ich davon entfernt war. Also gut, ja, 2,5 Meter. Ich stand hier, wie gesagt, an der Spüle am Herd. Und dann explodiert hier diese Glasschüssel, die mittig auf dem Schrank stand, ohne Grund. Und ich habe immer noch Herzrasen. Boah, ja, ich mach mal aus jetzt, ne? Ich muss das jetzt erstmal hier wegmachen, alles. Boah, hallo? Ja, hallo zusammen, hier bin ich noch mal ganz kurz. Ich stehe immer noch ein bisschen unter Schock, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen, weil diese dicke Glasschlüssel, die ja auf meinem Schrank stand, einfach so ohne mein Zutun, ohne dass sie runtergerutscht oder runtergefallen wäre, ja, explodiert ist. Und wie ihr mitbekommen habt, habe ich mich da beim RWE mal schlau gemacht, ob eventuell irgendwo eine Störung im Netz war oder so. Ich meine, ihr wisst ja, dass ich weiß, zu was hab alles in der Lage ist, beziehungsweise ja auch andere Wesen zu was in der Lage sind. Ich mache mir natürlich jetzt meine Gedanken und habe dann, nachdem ich erfahren habe, dass also im Netz hier nichts gewesen ist, zumindest laut Aussage eines Mitarbeiters, und habe dann mal geschaut, ob vielleicht irgendwo ein kurzes Erdbeben gewesen ist, weil das macht mich jetzt wahnsinnig, weil ich nicht weiß, wieso diese Schüssel explodiert ist. Und habe dann jetzt gerade nachgesehen, kann man ja gucken, und den letzten Eintrag hier von Nordrhein-Westfalen habe ich vom 21.04., also vor 2 Tagen, gegen 22.09 Uhr, hat das Nähe Hochheim gebebt. Also danach ist kein neuer Eintrag zu finden. Ich kann noch mal schauen, aber ich finde hier, also wie gesagt, der aktuellste Eintrag ist vom 21.04.2013. Ja, jetzt, was ich eigentlich noch sagen will, ist, mir ist in letzter Zeit einiges passiert, wofür ich keine Erklärung habe, und zwar unter anderem auch innerhalb meiner Wohnung, jetzt nicht nur, ich will das jetzt hier nicht näher ja, besprechen, weil es kann ja mal sein, dass das irgendwie jemand, der nicht gerade mein Freund ist, sieht bzw. hört, und wir wissen ja, wie die Leute sind, ne? Da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch geplättet. Ich bin auch innerlich, weiß ich nicht, total unruhig. Ach so, und was ich noch erwähnen wollte, komischerweise, kurz nachdem das da passiert ist, ich habe das ja dann auch noch gefilmt, um das mal aufzunehmen, und dann stellte ich auf einmal kurz Zeit später, oder zumindest ist es mir da bewusst geworden, ja, dass ich wieder dieses Geräusch im Kopf habe, dieses Zirpsen, also mein Tinnitus, aber ziemlich hell. Und ja, was das zu bedeuten hat, brauche ich vielen von euch nicht zu erklären. Die anderen Ignoranten, ja, die können mich von mir aus weiter ignorieren, das ist mir egal. Nur es passieren Dinge, und das wollte ich eigentlich damit gesagt haben, die in meinen, oder für meine Wahrnehmung, nicht normal sind, wofür ich keine Erklärung finde. Und da mache ich mir also echt meine Gedanken. Ja, das wollte ich nur noch mal eben nachschieben. Ist schon merkwürdig. Und das ist jetzt keine Spinnerei. Ich habe nichts davon, hier die Welle zu machen für nichts und gar nichts, sondern das muss schon einen Grund haben. Und viele, die mich kennen, die wissen das. Also ist schon easy. Aber ja, was denkt ihr denn darüber? Oder versetzt euch vielleicht mal in die Situation. Ihr steht in der Wohnung, 2,5 Meter von euch entfernt ist irgendwie meinetwegen eine Vase oder ein Teller oder eine Tasse oder lass es auch ein Glas gewesen sein, und explodiert plötzlich. Dann möchte ich eure Gesichter sehen und ja, was ihr davon haltet.
Zumal diese Explosion, die war ja so extrem, so also was, so ein Geräusch habe ich noch nie wahrgenommen. Also eine richtige, richtig gehende Explosion. Ich habe natürlich im Nachhinein alles abgesucht, um da vielleicht irgendwo was zu finden. Also mich jetzt nicht für Spinnern, aber ich will das ja wissen und habe natürlich nichts gefunden. Aber naja, okay, ich höre mal auf zu babbeln. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.